Training im Taekwondo-Verein Mühlacker. Die Kinder trainieren die Beweglichkeit einer Katze und Selbstbehauptung. Das macht Spaß und ist auf dem Schulhof manchmal hilfreich. Sie lernen außerdem Höflichkeit, Disziplin und Durchhaltevermögen. Aus diesem Training ist schon so mancher Titelträger hervorgegangen. Taekwondo ist eine sehr beliebte Sportart in Mühlacker. Zu Taekwondo gehört auch die Selbstverteidigung. Bitte helfen Sie mir. Dann kommt sie her und hilft dir. Sonst wirst du verprügelt. Bitte helfen Sie mir. Nochmal laut. Bitte helfen Sie mir. Nochmal. Sofort loslassen. Die Kinder müssen sich zutrauen, mal laut zu schreien, ja, und nicht im Schock zu verfallen. Was bringt denn das Training noch? Ja, es bringt ja Selbstbewusstsein bei den Kindern, ja, Selbstvertrauen bei den Kindern, ja. Taekwondo bildet Charakter und Geist durch das jahrelange Üben, ja. Das Auftreten von einem Menschen, ja, ist ganz anders. Er steht voller Selbstvertrauen, voller Selbstbewusstsein anderen gegenüber, kennt die Regeln und tut den Schwachen helfen. Das ist ja auch vom Taekwondo eine Regel, den Schwachen zu helfen, ja, und in Maßnahmen, wo es erforderlich eingreifen. Dabei lernen die Kinder auch, frei vor der Gruppe zu sprechen. Zum Beispiel Leon. Also, Sie fangen hier. Achso, verteile. Aufpassen auf die kleinen Kinder, gell? Und so war es ein leichtes für die Kinder, uns noch mehr über ihre Stadt zu erzählen. In Mühlacker fließt die Enz. Da kann man Kanut darauf fahren. Das will ich auch mal ausprobieren. Der Name Enz kommt aus der Sprache der Kelten und heißt fließendes Wasser. In Mühlacker gab es früher eine Weberei, die hatte die Hülle für den Zeppelin hergestellt. Der Ender Klimaclub veranstaltet immer an Pfingsten ein Treffen für Entefahrer. Das ist super, da kann ich mir dann über 120 von diesen Kultautos anschauen. In Mühlacker gibt es einen der größten Hundesportvereine von Deutschland. Wir haben auch einen Hund, der kann zum Beispiel Männchen machen. In unserem Kino, da ist bei jedem Sitz ein Tischlämpchen und ein Knopf. Da kann man sich Popcorn oder ein Eis bestellen. Da war ich auch schon mal. Das war echt cool. Mir gefällt die Mühlacker am besten, dass man auf der Enz Papierschiffe fahren lassen kann. Ich gehe am liebsten zu Imbiss Johann und im Sommer gehe ich am liebsten ins Freibad. Oh!